Die Wahlen zum 20. Deutschen Bundestag finden am Sonntag, 26. September, statt. Kaiserslautern liegt im Wahlkreis 209 und wir haben die Kandidaten für diesen Wahlkreis hier zum Interview eingeladen, um von ihnen ihre Standpunkte zu erfahren. Xaver Jung, 59 Jahre alt, Familienvater, Gymnasiallehrer für Sozialkunde. Erfahrung und Kompetenz, das ist so ein bisschen die Überschrift, mit der Sie in diesen Bundestagswahlkampf gehen, um den Wahlkreis 209 in Kaiserslautern. Gehört ja noch viel mehr dazu, nämlich der Donnersbergkreis, der Landkreis Kusel, vom Landkreis Kaiserslautern, der, wenn man so will, der östliche und der nördliche Teil, also die Verbandsgemeinde Engelbach-Alsenborn, die Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg und die Verbandsgemeinde Weilerbach. Ungefähr 300.000 Einwohner und die Stadt Kaiserslautern mit 100.000 ist natürlich da herausstechend. Erfahrung und Kompetenz, sagen Sie als Überschrift für Ihren Wahlkampf. Was meinen Sie damit? Na gut, Erfahrung ist nicht nur Lebenserfahrung mit 59 als Familienvater, sondern Erfahrung heißt auch politische Erfahrung. Mal vor einigen Jahren studiert und Sie haben es gesagt, auch Lehrer bis heute für Sozialkunde am Gymnasium. Aber vor allem meine ich damit natürlich meine kommunalpolitische Erfahrung. Ich mache seit meinem 22. Lebensjahr Kommunalpolitik, habe so ziemlich alles durchlaufen, vom Bürgermeister über Beigeordneter in der Verbandsgemeinde, das bin ich heute noch, und Fraktionsvorsitzender im Kreistag. Das ist mein Hobby gewesen, ein Leben lang, und das wird es wahrscheinlich auch noch bleiben, solange mich die Leute hier da auch sehen wollen. Woher kommt es bei Ihnen, dass Sie sich so für gesellschaftliche Dinge engagieren? Sie könnten ja als Lehrer sagen, oh. Machen ja auch viele, beziehungsweise viele machen es nicht. Mich hat das als junger Mensch interessiert. Ich bin aufgewachsen in einem Dorf, das so SPD-dominiert war, dass normalerweise niemand auf die Idee gekommen wäre, jetzt in eine andere Partei zu gehen. Mein Vater war auch mal ganz kurz im Gemeinderat und das hat mich irgendwie beflügelt. Also da war Adenauer, hatte bei uns einen sehr guten Namen und ich habe als Kind schon auch genau die Personen gekannt, die da im Fernsehen waren. Und da war es ganz normal, irgendwie ist man dann so reingerutscht, dann übers Studium und dann in die Kommunalpolitik, ja. Wenn Sie so reflektieren, welche Werte der CDU sehen Sie denn heute in ihrer Arbeit verwirklicht oder welche streben Sie daran? Naja, also ich war auch in meiner frühen Arbeitszeit auch mal Betriebsratsvorsitzender und das heißt, mir ist das schon wichtig, die Situation auch der Leute hier, die doch nicht diese Einkommensgrößen haben, die man in größeren Städten verdient. Und insofern ist mir das sehr nah. Ich bin auch nicht unter solchen Bedingungen aufgewachsen, dass ich jetzt sagen kann, das war ein reiches Elternhaus. Wir hatten das erste Auto, da war ich 19. Und das hat mich doch geprägt. Ein katholisches Elternhaus, wo das Soziale auch eine Rolle gespielt hat, das gesellschaftliche Engagement. Das habe ich dann auch alles so durchlaufen, auch über die Vereine. Bin auch bis heute noch Vereinsvorsitzender von einem Turnverein. Und das ist für mich selbstverständlich. Und das habe ich übrigens auch an meine Kinder weitergegeben, die sich da auch so einbringen. Sie haben mal gesagt, mein Engagement steht für Nachhaltigkeit. Jetzt ist Nachhaltigkeit ja immer so ein Buzzword hier heutzutage. Ja. Aber was genau meinen Sie damit? Naja, man erlebt es ja immer mehr, dass Leute plötzlich sagen, ich möchte einfach mal kandidieren. Und dann irgendwelche Texte auswendig lernen oder sich irgendein Fachwissen anlesen und darüber reden. Ich glaube, das ist nicht überzeugend, das ist nicht authentisch. Und ich mache das eben schon viele Jahrzehnte. Das heißt, ich trage auch noch die Konsequenzen der Entscheidungen, die ich selber mal vor 10 oder 20 Jahren getroffen habe. Habe mich nicht aus dem Staub gemacht, wenn es schief ging, und versuche das auch immer besser zu machen und dazu zu lernen. Ich glaube, der Fundus, den man dann über die vielen Jahre hat, ist ein Handwerk. Das ist wie in jedem anderen Handwerk auch. Wenn man weiß, wie es geht, dann weiß man auch, wie es nicht geht.
Und dann führt das eher zum Erfolg. Das verstehe ich schon auch unter Nachhaltigkeit und stehe auch gerne in 10 Jahren noch bereit, dass wir darüber reden, ob das alles was gebracht hat, was ich dieses Jahr mache. Ja, man muss ja dazu sagen, dass Sie eine Wahlperiode ja schon in Berlin waren, im Bundestag als Abgeordneter hier unsere Region ja vertreten haben. Und das meinen Sie wahrscheinlich, wenn es darum geht, ja mit zu bestimmen und dann die Auswirkungen hier vor Ort ja mitzukriegen. Ja, es gibt ja kaum eine Region, die sehr gute politische Vertretung mehr nötig hätte als diese Region. Na, die Westpfalz, die Nordwestpfalz auch. Das sind Gegenden, die ja doch ein bisschen sehr zu kurz gekommen sind. Das, was im Grundgesetz verlangt wird, die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse, das kann man hier wirklich nicht sagen. Das ist einfach nicht der Fall. Dafür gibt es mehrere Gründe. Aber da muss dran gearbeitet werden. Und da darf man sich auch nicht von den ganz großen politischen Strömungen da blenden lassen, die zum Teil auch den Interessen der Menschen hier zuwiderlaufen. Und ich denke, wir können natürlich Klimapolitik machen auf Kosten der Autofahrer oder des Benzinpreises. Das wird aber unsere Region hier so zurückwerfen, dass man hier auch sagen muss, Moment mal, Klimapolitik ja, aber bitte nicht auf Kosten des ländlichen Raumes und bitte nicht auf Kosten der sozial Schwachen, die es hier halt noch mehr gibt als anderswo. Sie nennen das Stichwort, bleiben wir gleich mal dabei. Der Klimawandel ist ja eine Herausforderung für die gesamte Gesellschaft. Aber hier wir bei uns hier im ländlichen Raum und auch wenn Kaiserslautern als Stadt jetzt eine urbane Agglomeration ist, aber dennoch ist es ja eingebettet in den ländlichen Raum. Wie soll denn der Klimawandel Ihres Verständnisses nach und Ihrer Vorschläge nach gestemmt werden? Wenn wir zum Beispiel sehen, also ländlicher Raum, einen Parameter haben Sie ja schon genannt, bei den PKWs haben wir etwa 600 Autos je 1000 Einwohner hier jetzt in diesem Wahlkreis, nicht nur in Kaiserslautern. Ja. Das, und damit deutlich mehr auch als in den Großstädten, in den anderen Großstädten. Das sagt ja auch etwas aus. Ja, Sie haben es gesagt, Kaiserslautern lebt so ein bisschen ja von dem ländlichen Raum auch. Und insofern Kaiserslautern als ja, Metropole hier mitten im ländlichen Raum lebt vor allem von Wissenschaft, von Forschung. Ich war ja, als ich Abgeordneter war, im Forschungsausschuss und konnte auch viel hier für Kaiserslautern, für Institute und die Weiterentwicklung auch mithelfen, auch selbst Ideen eingebracht. Und da hoffe ich auf neue Entwicklungen, die einfach Klimaschutz auch glaubhaft machen. Nicht hier klein, klein und dort klein, klein und von jedem Opfer verlangen, ohne dass am Schluss das Klima tatsächlich gerettet wird. Wir brauchen wirklich die großen Schritte. Die gehen durch Wissenschaft und Technik und sie gehen gemeinsam mit anderen Ländern. Wenn wir es so machen wie bei der Atomkraft, da ist uns keiner gefolgt. Wir müssen also, wenn wir vorweggehen, muss das überzeugend sein und nicht den Leuten ihren Lebensstandard nehmen, sondern sie sollen ihren Lebensstandard halten. Und trotzdem müssen wir bei der Klimakatastrophe, ich glaube, es ist wesentlich schlimmer noch, als manche denken, da müssen wir dann trotzdem Wege finden. Haben Sie konkrete Vorstellungen, wie das geschehen könnte? Naja, ich kann Ihnen jetzt mal sagen, aus dem ländlichen Raum, jetzt außer dem Benzinpreis, wenn ich von Häuslebesitzern auf dem Dorf verlange, dass sie ihr Haus isolieren, dann ist die Isolierung, die Kosten, ist teurer als der Wert des Hauses. Und wenn ich dann überlege, ist dieses Haus hinterher noch weiter zu verkaufen, dann wird sich jeder überlegen, das kriege ich nie wieder rein. Also da müssen wir entweder ganz gewaltig nachhelfen, oder wir müssen einfach akzeptieren, dass es auch Bereiche gibt, wo wir mit der Maßnahme nicht ankommen. ÖPNV ist so eine Sache. Wunderbar für städtischen Raum wie Kaiserslautern. Hier müssen wir aber auch gucken, dass die Orte wie Danzenberg, wie Erfebach, die da draußen liegen, da müssen die Leute auch in die Stadt kommen. Und die brauchen auch Einkaufsmöglichkeiten dort. Auch hier müssen wir was tun. Und da kann man mit ÖPNV etwas erreichen. Aber wenn Sie noch ein Stück weiter rausgehen, dann funktioniert es ohne Auto nicht. Das ist eine Illusion.
Das verlangen viele junge Menschen, die aber wegziehen und uns dann hier alleine lassen und sagen, jetzt fahrt ihr mal bitte mit dem ÖPNV, das funktioniert nicht. Und da bin ich einer der ganz wenigen Politiker, die das auch deutlich sagen. Bleiben wir bei diesem Thema, die Jungen ziehen weg, Fragezeichen, und die Alten bleiben hier ohne Mobilität, ohne Versorgung. Das ist jetzt sehr plakativ und sehr übertrieben. Leider erlebe ich das gerade im eigenen Leib. Es ist natürlich schön, wenn die Kinder studieren gehen, aber wenn dann jetzt schon gesagt wird, also bitte, ihr braucht da nicht anbauen, nicht ausbauen, ich komme nicht wieder, die Sache ist jetzt schon erledigt, das ist schon bitter. Und vor 10, 15 Jahren habe ich das noch anders erlebt als Politiker. Da haben mich junge Menschen gefragt, was die Politik tun will, damit sie hier gut leben können. Und das hat sich insofern geändert, dass jetzt junge Menschen sagen, es ist uns, ja, habe ich jetzt öfter gehört, es ist uns egal, wir ziehen sowieso weg. Das ist sehr frustrierend. Das ist aber auch die Aufforderung, jetzt müsst ihr endlich mal was tun, sonst seid ihr Alten dann auch irgendwann alleine. Und wir sind nicht nur alleine, unsere Häuser sind nichts mehr wert, kann man nicht mehr verkaufen, weil keiner mehr dahin will. Die ganzen Kosten, die entstehen für Wasser, Abwasser, diese Versorgungskosten werden immens steigen, je mehr Baulücken da sind, je mehr Häuser einfach unbewohnt sind. Was kann man tun? Nehmen wir das ja gut, es wird sehr wahrscheinlich einfach an den Entwicklungsmöglichkeiten, an den Arbeitsplätzen liegen, ja? Um junge Leute nicht nur hier zu halten, sondern auch vielleicht sogar hier hinzubringen, hierher zu ziehen. Ja? Also, aber gucken wir mal drauf, jetzt in Ihrem Bereich Schule, Abschluss, also wenn man davon ausgeht, dass Bildung ein Schlüssel ist für die Prosperität der Gesellschaft und der Regionen. Gucken wir auf die Zahlen in diesem Wahlkreis, dann sind ohne Abschluss 9%, mit Hauptschule 17%, mit Realschule 37 und Abitur auch 37, geht nicht ganz auf, weil ich da so ein bisschen zusammengemixt habe. Aber es lässt sich ja sagen, wenn ich die beiden Schwächsten bzw. die ohne Abschluss zusammennehme, dann sind es ja mehr als ein Viertel, die mit dem die entweder gar keine Qualifizierung haben oder eine sehr geringe. Also sind wir mal ehrlich, Hauptschulabschluss heutzutage bringt nicht viel. Was kann man tun? Seit vielen Jahren machen wir ein großes Problem. Wir versuchen, aus jedem Schüler einen Abiturienten zu machen. Und dann versuchen wir, aus jedem Abiturienten, aus jeder Abiturientin eine Studentin zu machen. Und dann stellen wir fest, 20-30% schaffen die Studienziele nicht. Und auf der anderen Seite haben wir das Handwerk. Da gibt es kaum noch Bereitschaft, eine Lehre zu machen, obwohl das Handwerk zurzeit wirklich so nachgefragt ist. Installateur, Schreiner, das sind Handwerke, da warten sie heute monatelang, bis sie jemand bekommen. Ich fand das immer richtig, dass auch sozial Schwache ihre Kinder studieren lassen können. Aber dabei ist irgendwie in der Politik ein Fehler unterlaufen. Man hat immer den Eindruck erweckt, als sei Studieren etwas Besseres. Das halte ich für grundlegend falsch und es ist jetzt ganz schwer zu sagen, ein erfolgreicher Meister, der ist besser dran wie ein abgebrochener Student. Und das ist aber die Realität, da müssen wir hinkommen und wir müssen gucken, dass wir auch diesen Schülern, die einfach nicht Abitur machen können oder Abitur machen wollen, denen müssen wir wirklich das Handwerk so nahe bringen und denen helfen, dass sie hier auch in der Region dann ihre Dienste anbieten und ist ja auch im Nutzen der Bewohner hier, wenn die Preise dann nicht so hoch steigen, wenn auch ein bisschen Wettbewerb noch da ist. In der zu diesem Thema eine weitere Zahl Unternehmen haben wir 35 pro 1000 Einwohner, auch deutlich weniger als im Landesdurchschnitt. Und bei den Handwerksbetrieben sind wir bei 6,5, auch das deutlich weniger als im Landesdurchschnitt. Auf der anderen Seite gucken wir mal auf die Arbeitslosenquote. Da habe ich mir zwei eigentlich nur rausgeschrieben, 7% bei uns, 5,6 landesweit. Aber das eigentlich Bezeichnende ist, dass die Jungen mit 5,9 oder knapp 6%, sagen wir mal, zu 5% landesweit, die 15 bis 24 Jahren, ja deutlich überrepräsentiert sind. Und am anderen Ende
zeigt sich das nochmal. Ab 55 und älter, also bis Renteneintrittsalter, jetzt mal gerechnet auf 64, sind bei 7,8 im Vergleich zu 6% im Landesdurchschnitt. Wie wollen Sie konkret zum Beispiel Ihren Vorschlag jetzt, also mehr Schüler ins Handwerk zu bringen und vor diesem Tableau dieser Zahlen hinkriegen? Wenn wir eins in den letzten Jahrzehnten gesehen haben, wirtschaftliche Entwicklung, wenn es prosperiert, wenn die Wirtschaft wächst, dann dauert es eine gewisse Zeit, bis der Erfolg auch bei uns ist hier in der Region. Und wenn die Wirtschaft nachlässt, dann sind wir aber auch die Ersten, die es schon wieder spüren, dass es schlechter wird. Das ist auch wie am Meer, wenn die Welle kommt und dann auch wieder geht. Das beobachten wir jetzt lange Zeit und eigentlich warten wir seit 50 Jahren, seit es die Uni hier in Kaiserslautern gibt, dass von der Uni auch wesentliche Impulse ausgehen über die Stadt Kaiserslautern hinaus, dass es hier Ausgründungen gibt. Wir haben so viele Institute hier pro Kopf, hat keine Stadt in Deutschland so viele Institute wie wir hier. Und da hoffe ich bis heute drauf, dass da noch mehr Ausgründungen entstehen, die dann auch hier in der Region bleiben. Und wir müssen dafür sorgen, dass die Studenten, die hier ihren Abschluss machen, die hier an Instituten gearbeitet haben, wenn sie Ideen haben, nicht weggehen nach München, nach Hamburg oder Berlin, sondern dass wir unsere Region so interessant gestalten, dass man auch gerne im Donnersbergkreis oder im Kreis Kosel oder eben in Weilerbach oder in Otterberg gerne lebt, weil man sich wohlfühlt. Hier ist noch günstiger Wohnraum und hier ist eigentlich eine wunderbare Natur. Und dass man hier sich so wohlfühlt, dass man gerne hier bleibt. Ich würde auch die Universität noch ein bisschen ausbauen, noch Fachrichtungen herholen, wo noch mehr Frauenüberschuss ist. Wir haben ja bei den Fächern hier in Kaiserslautern doch einen erheblichen Männerüberschuss. Die finden hier keine Partnerin als Student. Und die werden dann auch weggehen, weil sie hier keine Lebenspartner finden. Also wenn man mal ganz die Sache vom Menschlichen her sieht, könnten wir, glaube ich, mehr Studenten hier halten, wenn wir das ein bisschen ausgeglichener hinbekommen. Vielleicht ist ja die Zusammenarbeit mit Landau da ein Weg. Bin aber noch nicht so überzeugt. Da müssen wir noch viel tun, damit das auch wirklich Früchte bringt, diese Kombination. Ein wesentlicher Punkt wird ja mit Sicherheit die Arbeitsplätze sein. Also in dem Moment, wo man das, genug Arbeitsplätze in diesen Kategorien anbieten kann, das wird ja bedeutsam strukturelle Entwicklung auch haben. Ja? Sie haben zwar vorhin gesagt, das ist eher eine, ja, so eine konjunkturelle Auswirkung, also meine Arbeitslosenquotenzahlen. Aber wenn gleichzeitig, wenn man guckt, dass wir haben 335 sozialversicherungspflichtige Beschäftigte je 1000 Einwohner im Vergleich zu knapp 350 landesweit. Also es ist ja Daumen oder 5% ungefähr jetzt über den Daumen gerechnet, weniger als im Landesdurchschnitt. Aber Handel, Verkehr 27% zu 30%. Öffentliche und private Dienstleistung 17 zu 15,6. Also da sind wir eigentlich schon besser als im Landesdurchschnitt. Naja, aber wenn Sie jetzt überlegen, die ganze Diskussion, die den Autoverkehr in Frage stellen, wenn wir anfangen in Rockenhausen mit Autoindustrie über Kirchheimbolanden, über hier Kaiserslautern als Zentrum bis rüber nach Homburg, Neunkirchen, überall Auto und Zulieferer, wenn wir da anfangen, an diesem Ast zu sägen, das Auto in Frage stellen, ja auch den Verbrennermotor in Frage stellen, was ich für einen großen Unsinn halte, zu sagen, von staatlicher Seite ab 2030 keine Verbrennermotoren mehr. Wir brauchen auch eine Zeit, um uns umzustellen. Ansonsten sieht es so aus, als könnten wir das Klima retten, was damit aber trotzdem nicht passiert und wir verlieren hier jede Menge Arbeitsplätze und damit wird alles noch viel schlimmer. Also wir müssen hier auch Position beziehen und müssen sagen, in unserem Interesse ist es, die Autoindustrie auch weiterhin hier aufrechtzuerhalten, zumindest so lange, bis tatsächlich Ersatz auf andere Art hier in der Region ist. Wer was anderes sagt,
der hat die Region aufgegeben und der wird auch hinterher dafür verantwortlich gemacht werden müssen, wenn es schief geht. Ja, das verfügbare Einkommen der privaten Haushalte liegt bei uns in der Region bei 20.800 Euro, in landesweit bei 23.200. Also das ist, natürlich ist es Statistik und das ist, wie man so die Zahl, ja, wie man die dreht und wendet. Beim BIP ist es ähnlich, 31.000 zu 35.000, da geht es vielleicht noch ein bisschen weiter auseinander. Aber es ist halt auch klar, wo die Produktivität dann da offenbar auch liegt. Das ist ja auch dann so ein Hinweis da dafür, dass offenbar hier, ich will jetzt sagen, Niedriglohnland ist, mit einer klar deutlich geringen Produktivität. Wie kann man das ändern? Ja, es ist ja schon mal ein erster Schritt, wenn man sich das eingesteht als Politiker, dass hier die letzten Jahrzehnte einiges schiefgelaufen ist. Und wenn ich die Handlungsspielräume der Kommunen bei uns sehe, hier in Kaiserslautern, was haben wir jetzt eine lange Diskussion darum gehabt, ob wir den Haushalt durchwinken oder nicht, ob sich Kaiserslautern wehrt, ob man klagt gegen das Land. In der Verfassung steht ausdrücklich drin, dass die Länder und damit eben Mainz für uns die Verantwortung haben. Dieser Verantwortung kommt die Landesregierung nicht nach. Zwei Prozesse sind verloren für die Landesregierung, wo jedes Mal entschieden wurde, dass die Kommunen mehr Unterstützung brauchen. Und im Vergleich zu anderen Bundesländern geht es gerade in rheinland-pfälzischen Kommunen furchtbar schlecht. Und das heißt, wir haben überhaupt keinen Spielraum mehr, um selbst zu gestalten. Da müssen wir hin, dass die Städte und die Gemeinden draußen auf dem Land, sieht es nicht anders aus, kann ich Ihnen sagen. Der Kreis Kusel ist der am stärksten verschuldetste Landkreis in Deutschland, also analog zur Stadt Kaiserslautern. Und das ist natürlich eine ganz, ganz schlechte Voraussetzung, um hier gestalterisch tätig zu werden. Jetzt sagen manche, naja, der Bund müsste da helfen. Ja, aber der Bund besteht aus Bundesländern und die anderen Bundesländer haben sich halt um ihre Kommunen gekümmert. Den Kommunen geht es dort besser. Die haben eine Lösung gemacht und die sagen nun, wieso sollen Bayern, wieso sollen Hessen jetzt die Kommunen in Rheinland-Pfalz retten, wo sie doch selber diese schwere Hausaufgabe gestemmt haben. Das sollen die mal selber machen, sagen die. Kann man verstehen, hilft uns aber nicht weiter. Also müssen wir hier unsere Hausaufgaben machen. Die Landesregierung muss endlich hier unsere Finanzausstattung so gestalten, dass wir wieder handlungsfähig sind. Und dann können wir überlegen, wie können wir hier noch interessanter unsere Heimat gestalten und wo können wir noch Industriegebiete, wo können wir noch Fahrradwege, wo können wir noch Infrastruktur verbessern. Gehen wir doch da mal ein bisschen stärker ins Detail. Der ländliche Raum zukunftsfähig gestalten. Was sind Ihre Vorstellungen, was sind Ihre Ideen? Also ich finde das, was in den letzten 2-3 Jahren sich so angedeutet hat, auch im Zusammenhang mit dem Wechsel vom Landrat in Kusel zum CDU-Landrat und im Donnersberg. Früher haben die sich nie über den Weg getraut. Ich habe mehrmals einen Antrag gestellt, im Kuseler Kreistag doch Zusammenarbeit auf Wirtschaftsförderungsebene mit Kaiserslautern zu machen. Da hatte man immer Angst, ja, die werden uns doch über den Tisch ziehen und da zahlen wir rein und kriegen nichts raus. Also Zusammenarbeit war da ausgeschlossen. Und da haben wir jetzt große Schritte gemacht, Kusel, Donnersberg, Kaiserslautern. Man arbeitet zusammen. Ich bin jetzt so ganz glücklich mit dem Alte-Welt-Titel, ja, aber jeder weiß, was gemeint ist. Die Zusammenarbeit in der Ecke, die wird nachhaltig zum Erfolg führen. Wir machen auch neue LEADER-Projekte jetzt. Wir bewerben uns als überregionale Regionen. Kusel mit Landstuhl bis Weilerbach als eine Region. Dann haben wir Lauterecken-Wolfstein zusammen mit Otterberg und bis rüber in den Donnersbergkreis. Das ist ein Weg, wo man jetzt über die Kreisgrenzen hinaus zusammenarbeitet und dann auch Unterstützung, Zuschüsse von außen bekommt, mit denen man tatsächlich auch gestalten kann. Gehen wir nochmal stärker ins Detail hinein. Welche Bereiche könnten Sie sich vorstellen? Das ist ja das auch gesagt. Das, was Sie jetzt dargelegt haben, betrifft ja das Organisatorische, das Kooperative,
Element, anstatt gegeneinander, miteinander das zu tun. Aber was soll konkret auf der konkreten Ebene, wo können Sie diese, welche Impulse sehen Sie für einen zukunftsfähigen ländlichen Raum, also unseren ländlichen Raum? Da habe ich jetzt mal zwei Ansätze. Der eine Ansatz ist das mit der alten Welt. Da bekommt nun jeder Landkreis genug Geld, um einen Wirtschaftsförderer zu finanzieren, der nur die Ideen aufgreift, die vor Ort sind. So mancher hat eine Idee, eine Geschäftsidee zu Hause und weiß aber nicht so recht, wie er das umsetzen soll, wo er das Geld herbekommt, wo er hin muss, welche Verfahrensschritte, Verwaltungsakte da zu beachten sind, da bekommt er Hilfe. Also wir bekommen Hilfe, um unsere eigenen Ideen umzusetzen. Das war vorher nicht möglich. Ich habe manchmal das Gefühl, wir haben immer darauf gewartet, dass irgendwo der reiche Onkel aus Amerika kommt, seine Firma hinstellt und uns alle reich macht. Ja, das war ja in den 50er, 60er Jahren überall die Hoffnung. Das ist im Kreis Kosel offenbar noch bis vor 5, 6 Jahren gewesen. Also hier Wirtschaftsförderung professionell, um uns selbst helfen zu können. Der zweite Ansatz ist zum Beispiel der Landkreis Kosel ist jetzt in dem großen Programm Smart Cities mit drin als Landkreis. Wir haben da ganz moderne, ganz tolle Ansätze, wie wir über Telemedizin, wie wir Kultur, über Internet in Seniorenheime übertragen, um Live-Veranstaltungen noch populärer und rentabler zu machen. Wie wir den öffentlichen Nahverkehr über Bürgerbusse noch über Vernetzung mit Ruftaxi, mit normalem Busverkehr und anderen Anbietern, Taxen, so verbinden können, dass sich im ländlichen Raum auch wirklich gut leben lässt. Da sind wir Versuchsgebiet und ich freue mich richtig drauf. Das wird sicher sehr spannend, was da am Ende rauskommt. Wenn Sie von den Wählern nach Berlin geschickt werden, für welche Ausschüsse werden Sie sich dann, kann man sich da bewerben oder wird einem das zugeteilt? Man nennt Interesse an die Fraktion. Das letzte Mal hatte ich Glück, ich wollte in den Ausschuss für Bildung und Forschung und war auch einer der wenigen, der tatsächlich dann auch in einem Ausschuss arbeiten durfte, wo man sich auskennt. Es gibt gar nicht so viele Lehrer im Bundestag, wie immer gesagt wird. Wir waren im Ausschuss nur 3 oder 4. Insofern war das eine gute Wahl auch für Kaiserslautern. Das wird sicher eine Rolle spielen. Als zweiten Ausschuss hatte ich den Verkehrsausschuss. Das war auch, war ich Stellvertreter, aber das war damals wichtig, weil der 15-Jahres-Plan praktisch gemacht hatte, wurde der Bundesverkehrswegeplan, der stand damals an. Der geht jetzt noch 10 Jahre, der muss abgearbeitet werden, ist also nicht so interessant. Ich glaube, die Frau Schäfer war im Verteidigungsausschuss. Und das ist für unsere Region natürlich auch ein ganz wichtiger Ausschuss. Ich glaube, das wäre so als zweite Wahl dann auch noch sehr interessant. Vor allem, wenn man an die Probleme denkt, die uns auch die Lärmbelastung mit dem Flughafen und Kerosinablass. Ich glaube, von dort aus kann man da positiv wirken, auch für die Leute hier. Herzlichen Dank, dass Sie da waren. Xaver Jung, Kandidat für die Bundestagswahl 2021 für den Wahlkreis 209. Vielen Dank, dass Sie da waren. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.